So, wir sitzen jetzt gerade im Taxi auf dem Weg zum Flughafen, weil unser Zug, naja, Deutsche Bahn hat Probleme und wir hätten es nicht mal pünktlich geschafft. Und jetzt fahren wir auf dem schnellsten Wege zum Flughafen und hoffen, dass alles noch klappt. Ja, hallo? Also heißt Gastfreundschaft. So nennt man sich das dann der Teller. Auch eine Freude hat, meine Freunde wieder zu sehen, auch wenn es nur kurz war, die zwei Wochen, die bei uns waren, haben uns eigentlich schon bewegt. Weil wir ja im Januar 18 letztes Mal bei Ihnen waren und wenige Tage später eine Erschütterung des Osterroder Modells erlebt haben, würde gerne damit beginnen, weil das natürlich für alle auch ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und ich möchte einfach sagen, dass Frau Bahr zusammen mit Herrn Duf studiert hat, das ist etwas, was ja, dieses Projekt irgendwie ausmacht. Man trifft immer Menschen, die irgendwie eine Beziehung zu dem Herrn Duf hatten, wo die Sache wirklich weiterlebt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns heute auch wiedersehen. Wir haben uns ja schon mal getroffen, aber dass die Gruppe eben auch sieht. Der Herr Duf, der war irgendwie omnipräsent in diesem Bereich Bildung, Schule, Ausbildung, Universität. Die Wahrheit müssen Sie auch kennen. Also Rassismus gibt es überall. Ja, das ist auch immer eine relative Frage. Was ist Rassismus bei Zedat, bei GB oder bei den Banken? Das muss man auch wirklich wissen. Und die Schüler, meine die Kaulöcker, die fragen immer, was machst du mit dem also der deutschen Sprache, warum lernst du Deutsch? Sie sind alle rassistisch. Also, diese Sätze, also kriegt man immer. Ja. Und man muss auch dabei also davon profitieren, um was zu erklären. Deutschland. Es gibt zwei Deutschlands, ja. Positive Deutschland auch, negatives Deutschland. Wir auch in Afrika. Man muss immer darauf passen, bevor man was also Negatives so sagt. Kein Mensch wusste, wo Gambia, Niger, Tschad liegt. Heute weiß jeder, wo diese Staaten liegen. Und das hat eben mit der Situation in 2015 zu tun. Das heißt, es ist näher gekommen. Und wenn Sie jetzt eben nicht nur Polen und Frankreich, sondern eben ein Land in Afrika ausgesucht haben, und Senegal ist ein guter Standort, einfach auch schon aus klimatischen und aus verkehrstechnischen Gründen, dann hat das eben auch etwas zu tun, dass dieser Kontinent viel näher gekommen ist. Und kein Minister in der Bundesregierung, keine Bundesregierung wird jemals wieder zu der Zeit zurückkommen, wo kein Mensch so genau wusste, was hier eigentlich los ist. Das heißt, Afrika ist ein Thema der deutschen Politik. Was man braucht, ist erstmal eine Offenheit. Sie sollen nicht urteilen, sie sollen fragen. Sie sollen fragen, um zu verstehen, in welcher Welt lebt eigentlich Ihre Schülerin oder Ihr Schülerfreund in Kaulang. Das, finde ich, ist erstmal eines der wesentlichen Punkte. Das ist auch fürs normale Leben schon nicht schlecht, wenn man versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen. Wenn wir ja über Politik reden, denken wir ja auch manchmal, dass verschiedene Teile der deutschen Gesellschaft gar nicht mehr miteinander reden, weil sie sich auch gar nicht verstehen wollen. Man lebt in anderen Welten, aber Sie kommen ja wirklich in eine ganz andere Welt, aber Sie haben die Möglichkeit, nochmal zu fragen. Und wie gesagt, da vorne, direkt hinter diesem Baobab-Baum, würden Sie die Insel Gorée sehen, wenn Sie sie sehen könnten. Ja,
Ja. Senegal. Da fällt mir zuerst die Insel Gorée ein. Das ist schon eine ziemlich touristische Insel. Die Natur ist auch ganz anders dort als die Natur, die ich dann sehen durfte auf dem Weg nach Kaolack, als wir durch viele kleine Dörfer gefahren sind. Und das Gleiche gilt auch für Dakar. Dakar könnte aus meinen Augen auch eine europäische Großstadt oder Hauptstadt sein. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied, und zwar den Verkehr. Das ist kein Vergleich. Viel zu viel Verkehr, viel zu viele Leute auf den Straßen. Also, die nehmen etwa 120 Schüler auf, haben auch ein Internat. Und die Besten hängen da aus. Also die Werte der besten Schüler. Also, und es ist eine der drei Paar Schulen im Senegal. Also wenn die hier angekommen sind, haben sie es geschafft. Vielleicht müssen sich hier auf jeden Fall bewerben. Für senegalischen Präsidenten. Ja. Salva. Ich mache gerade ein akribisches Zeichen, ich weiß jetzt genau. Fluchtpunkt. Are there many Muslims in Germany? Yeah, there are so many, yeah. But not everyone. Not so lot. So more than 1 million? No. Or less? Less than 1 million, yeah. They are friendly, so Muslims are together. Yeah, so like this. All Muslims are friends. Okay? Wassalamu alaikum. Comment ça va tout le monde? Wie geht's euch allen? Welcome. My name is Moussa. I am fisherman. I am born here. My family all here. Yeah, welcome to my village. Yeah, Senegal is good. Yes. Yeah, thank you. Interesting. Where do you come from? Germany. Germany, good people. Mon rêve de métier, je voulais être pilote. Parce qu'il y avait un avion qu'on disait Panam. Il faisait New York-Dakar. Le pilote là qui était là-bas, il venait faire le chiffre, il me connaît, il m'a dit pour m'amener aux États-Unis. Mais mon père, il a dit non. Bon, en fait, comme vous l'avez dit, avant et actuellement, c'est pas la même chose. Le climat a beaucoup changé. Mm-hmm. Avant, cette période-là, le mois de février,
ça veut dire que c'est très qui il y a le froid qui restait quoi jusqu'au mois de mars au mois d'avril la chaleur le soleil commence à chauffer quoi mais actuellement si ça vient à confluent de la pêche on est en train de pêcher ici des poulpes des calamars et des la morue parce que chez nous ici on a eu la chance dans la mer il y a que des rochers et le meilleur poisson il habite dans les rochers le climat là c'est pas bon parfois c'est chaud parfois c'est froid cette saison là le climat c'est pas bon quoi ici il y a beaucoup de gens qui sont partis en Espagne viele Leute sind nach Spanien von hier gegangen avec les grandes pirogues mit den großen Pirogen yes bonne wie diese Les grandes pirogues là qui faisaient la traversée du Dakar, île de Canaries, en Espagne. 150 personnes, ils peuvent transporter. C'est ce que les gens ils vont amener deux machines hors bord de 40 chevaux avec du lait, du poudre, des sardines, du couscous, avec beaucoup de l'eau. Ils vont amener encore beaucoup d'essence. Bon, oui, il y a beaucoup qui partent, qui ont eu la chance, mais s'ils sont partis là-bas, ils se vivent en cachette. Mm-hmm. Parce qu'ils ne sortent pas, parce que c'est illégal. Oui, je connais des gens qui étaient partis pour l'Espagne. Et qui sont morts? Ils habitent au Mali. Au Mali, il n'y a pas la mer. Lorsqu'ils sont venus ici, ils ont dit, je veux partir en Espagne. J'ai dit non, je ne connais pas la mer. Il m'a dit, non, je vais partir. J'ai dit, toi, tu ne connais pas la mer. Si tu vas, tu vas mourir. Il s'appelle Mohamed Keïta. Maintenant, il a payé 500 000. Chacun paye 500 000. Maintenant, si chacun paye 500 000, la traversée, c'est pour 3 semaines ou bien 1 mois. Lorsqu'ils ont fait le départ, ils sont partis vers minuit, 1h du matin. Maintenant, parce qu'en cachette, ils vont laisser minuit, 1h. Tout le monde, il fait nuit, il part. S'ils sont partis, lorsqu'ils sont partis, le Malien, il est dedans. Il ne connaît pas la mer. Je lui ai dit au Mali, il n'y a pas la mer. Il m'a dit, il y a la fleuve. J'ai dit, le fleuve et la mer, ce n'est pas la même chose. Il est parti, la pirogue commence à courir, il ne mange plus. Il commence à vomir, il est fatigué, il ne mange plus. Après quelques temps, les gens l'ont vu, il est fatigué, il est mort, ils l'ont jeté dans l'eau. Mon conseil, je te dis de ne pas aller, il faut rester. Parce qu'en Europe, on dit que c'est bon, c'est vrai. Partout c'est bon, mais en Europe, la vie de là-bas et la vie d'ici, c'est pas la même chose. Ici, si tu es libre, moi actuellement, j'ai resté ici 3 ans, j'ai pas parti au centre-ville. Parce que si je pars là-bas, je m'énerve, il y a les voitures, les... Au bord de l'eau, tu as toujours à manger. Le matin, je me réveille, je suis parti à la mer, après la mer, je suis ici au village, c'est calme, je suis en paix. Mais lui, il est fou. Ausgehend von dem Erlebnis bei der Statue, kurz bevor wir losgestiegen sind, als Herr Ostenberg die Grundschüler, mit denen gesprochen hat, bespaßt hat, wie auch immer. Und du bist dann in den Bus gekommen, hast gesagt, jetzt habe ich hier 30 Leute von der Flucht abgehalten. Und umgekehrt frage ich mich tatsächlich, hier ist die Bevölkerung, die wir auch gehört haben, die extrem wächst. Was ist die Perspektive? Ist die Perspektive hier im Land? Kann sie hier im Land sein? Sie stammen aus der Casamance, aus dem Süden, okay? Ja. Und am meisten kaufen die Schüler diese Früchte immer hier. Das heißt, während der Pause. Ja. Es gibt eine Immaculée-Conception hier in der Nähe, eine katholische Schule in der Nähe. Und sie sind finanziert. Mein Eindruck ist, dass Kunst an sich, so wie wir das Kunstverständnis haben, keine so große Rolle spielt. Man sieht aber
so Alltagskunst sehr stark im Stadtbild. Also man sieht in Dakar zum Beispiel Graffitis und auch ganz ausgefeilte Sachen. Also das kommt schon vor, also es ist nicht so, dass es gar keine Bilder gibt. Also insofern kann man nicht sagen, dass es gar keine Rolle spielt, aber sie wird hier anders aufgenommen und aufgefasst. Und wir haben hier ganz viel natürlich kunsthandwerkliche Sachen, die zum Beispiel auch aus touristischen Erwägungen angefertigt werden und verkauft werden. Das 2018 eröffnete Musée de Civilisation Noire hatte als Anlass oder als Ursprung die Idee, die Kultur Afrikas abzubilden. Und zwar umfassend. Dazu gibt es im Eingangsbereich dieses sehr großen Museums die Installation eines Baobabs, der als Sinnbild des Senegals und auch ganz Afrikas steht. Drumherum um diesen Baobab werden dann die Ursprünge der Menschheit dargestellt. Also es gibt Darstellungen von Hominidenfunden im Osten Afrikas, die als Wiege der Menschheit gilt. In den Etagen darüber gibt es Artefakte, die dargestellt werden, vor allen Dingen eine ganze Reihe von Masken, auch im Vergleich aus Asien. Darüber haben wir gesehen, dann moderne Kunst aus dem Senegal, die aus der Kunsthochschule aus Dakar dort aufgehängt worden ist. Problem, das wir gesehen haben, ist, dass es kaum Erklärungen gibt für die Ausstellungsobjekte, dass es so einen roten Faden noch nicht gibt und dass einfach nur ganz wenig Ausstellungsfläche belegt ist. Wenn man jetzt in den Louvre geht beispielsweise, sieht man da, okay, eine Mona Lisa und hier ein Porträt, da weiß man gut, da wurde der Mensch gemalt. Aber jetzt hier steckt ja vielleicht, also muss ja nicht, aber da steckt unter Umständen ganz viel Geschichte drin, was man jetzt im Museum so gar nicht auf einen Blick mitbekommt. Und ich persönlich fand es jetzt hier im Künstlerdorf viel spannender als in dem Museum, weil man da auch gesehen hat, was die Menschen da für Ideen hatten und was eigentlich dahinter steckt. Und das hat mir im Museum komplett gefehlt. Also realitätsfern, würde ich fast sagen, war, weil es so gar keinen Zusammenhang hatte. Hey, so, bonjour. Hallo, bonjour. Also Yamara ist die Schwester von Herrn Diouf und sie ist auch... Quelle est ta profession? Qu'est-ce que tu travailles? Ich bin ein Lehrerin von Französisch am ein großes Gymnasium, Lycée Limam Lai, das ist am Dakar. Ja, ich bin eine Mutter, die Mutter von das Baby, Elash. Und ich habe eine Mutter von Wulften, das Name ist Mama Beate. Es ist die Mama von Tobias Rustenberg. Mein Moment heute war, als wir das zweite Mal ans Meer gegangen sind, sind wir an so einer kleinen Tankstelle vorbeigekommen, wo man aber gar nicht mit dem Bus oder mit dem Auto reinfahren kann. Die stand einfach so mitten in so einem Hof und man muss da mit Eimern und Flaschen das Benzin holen und das ins Auto kippen, weil man da mit dem Auto nicht hinkommt. Und ich fand das sehr interessant, dass sie da trotzdem sowas hingestellt haben. Thank you.
Voilà, bonjour d'abord, salut tout le monde. Voilà, on est ici donc à Ngan. Traditionnellement parlant, on dit que c'est le quartier de Ngan, mais ça fait partie de Daruminam, donc c'est le nouveau quartier de Kaolack. Et ce terrain où on se trouve, c'est un terrain qui a été viabilisé dans l'unique but de pouvoir construire une école qui va servir à la population. Car nous savons que dans la zone, nous n'avons pas suffisamment donc, d'écoles. Et donc la construction de cette école sera d'une grande utilité, puisque bon, l'éducation est la priorité vraiment de cette nation, car ça concerne la jeunesse. Das Gelände ist so groß, dass man, glaube ich, schon jetzt erkennen kann, hier werden gut Grundschulklassenräume reinpassen und auch im Sportbereich. Und alle Entscheidungen hier vor Ort laufen über die Partner. Das ist das alles Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Die wissen, wie es hier ist, die wissen, wie der Regen kommt, die wissen, was sie an Equipment und an Aufgaben zu bewältigen haben. Und da sind wir eigentlich täglich in Kontakt. Und der große Traum ist natürlich hier in einigen Jahren dann die Elhadj Diouf Schule zu eröffnen. Ja, 200 Kinder, also in dem Dreh haben wir erstmal angepeilt, wobei gut, wir haben eine Erweiterungsmöglichkeit sogar noch. Wichtig ist dabei, wir haben Ökologie auf dem Stundenplan und wir wollen die Hälfte Mädchen haben. Also Aufnahmekriterien insofern, dass wir natürlich gucken wollen, dass wir diesen sozialen Aspekt da drin haben. Das eben, wir wollen ja die Leute hier zur Schule kriegen, die sonst nicht gehen. Das sind ja viele, ne? Die Kinder, die hier draußen rumhören. Ich habe eben noch ein paar gesprochen da vorne. Die werden eine Schule nie von innen gesehen haben. Und die wohnen hier aber. Und wenn man die spielerisch reinkriegt, das ist der Gedanke über Sport zum Beispiel, eine tolle Sportanlage, da können sie nachmittags Fußball spielen oder was auch immer machen. Und dann eben über das Juniorlehrer werden sie in die Schule gezogen und sollen da dann eben am Schulunterricht teilnehmen. Das ist so der Hintergedanke von uns, der mich persönlich, muss ja auch sehr antreibt. Dann haben wir dann Zeit. Dann haut das alles hin. Kabinett Medical ist, würde man bei uns sagen, eine Sanitätsstation. Da ist ein sehr erfahrener Pfleger, ein alter Mann, der ehrenamtlich so als Arzt fungiert hier. Er wird genannt der Engel von Sam. Sam ist das Viertel, weil er das eben ohne Bezahlung macht. Und er wohnt noch nicht mal hier. Der wohnt 80 Kilometer weg von hier und ist die ganze Woche über hier, schläft mehr oder weniger in seinem, in den Fluren da. Und tut halt dadurch was Gutes. Und wir haben dann gesagt, als Stiftung, er tut was Gutes, also die Senegalesen helfen sich selbst. Und dann helfen wir mit dem, was wir können, eben ein ordentliches Gebäude hinzustellen. Da das alte Kabinett Medical in der Regenzeit eine Innendusche hatte. Es war nicht, Wasser lief an den Wänden runter, so schlimm war das. Und da werden wir jetzt gleich sehen, was daraus geworden ist, jetzt als Neues. Das bedeutet ein Haus, was man in Abgrenzung zu den anderen, glaube ich, sehr gut erkennen kann. Dieses Haus steht im sogenannten Viertel Sam. Und in dem Viertel Sam hat auch Herr Diouf gelebt. Das Haus seiner Familie und da, wo er gewohnt hat, auch, ist nur wenige Straßen von hier entfernt. Massirou Gakou wohnt auch in Sam. Das heißt, er kann regelmäßig und ohne Probleme zu Fuß von zu Hause hierher kommen und die Arbeiten betreuen. Hier laufen jeden Tag Arbeiten. Es gibt täglich, c'est le contact quotidien avec l'Allemagne. Es gibt täglich Kontakt zwischen der Elhadj Diouf Foundation und der Association Kumbi Salé. Es gibt sogar eine eigene Maison Bleu-Gruppe bei WhatsApp. Und da werden Dinge besprochen über Restauration, über Kanalisation, Regenzeit, Ausrüstung. Wir haben jetzt auch über ein Klingelsystem nachgedacht, dieses Kabinett Medical soll eine Art Krankenstation werden für die Menschen dieses Viertels. Für junge Menschen, für ältere Menschen, denn wir sagen, Bildung ist nur dann möglich, wenn ich gesund bin. Und wir wünschen uns, dass
alle Menschen gesund sind. Das heißt, das Cabinet Medical ist für uns der zweite große Handlungsort hier in Kaolack. Das heißt, wir versuchen in naher Zukunft das Cabinet Medical dort, wo es gerade ist, in einem etwas kleineren Umfang, hier rüber zu bringen in ein größeres Haus, wo dann auch Krankenzimmer getrennt sind, wo der Arzt vielleicht nicht mit seinen Patienten im gleichen Zimmer schlafen muss. All diese Dinge, die man sich so sonst kaum vorstellen kann. Also wir werden durch das Cabinet Medical in der Maison Bleue auch für die Bevölkerung eine extreme Verbesserung erreichen und sind sozusagen sichtbar. Und das ist eben auch im Sinne unserer Stiftung. Es ist total beeindruckend, hier im Senegal zu sein, auch hier in Kaolack zu sein, das ganze Armut zu sehen. Man steht da ein Stück weit auch hilflos vor und überlegt natürlich auch, was man tun kann. Das ist natürlich kein Vergleich zu uns in Osterode, ganz andere Situation. Aber wir sind im Moment dann ganz stark am Überlegen, wie wir uns hier als Kommune eventuell auch einbringen können. Und ab morgen wird es dann ein Programm geben. Wir werden uns diverse kommunale Projekte angucken, zu Photovoltaik, zu Aufforstung in den Mangrovenwäldern, zu Salz, zu all den Themen, die wir in Deutschland eben auch haben. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob es da vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt. Wie war die Reise? Gut. Gut. Sophie, die neue Fotograf. Wartet ihr schon lange? Ach, ja. Als wir dann das Künstlerdorf besucht haben, ist mir irgendwie gleich aufgefallen, das ist ganz anders als Gorée. Das ist eine ganz andere Seite des Landes. Es ist quasi ein Anti-Gorée. Die Kunst, die ich dort gesehen habe, das ist auch so, wie ich mir afrikanische Kunst vorgestellt habe. Holzfiguren, Schnitzereien und ziemlich viele bunte Farben. Von daher trifft irgendwie modern auf für Europäer typisches Afrikanisches. Das ist so ein Gegensatz, der mir besonders aufgefallen ist. Senegal auf Wolof, Sunugal, und das bedeutet so ein Boot und alle sitzen in einem Boot und jeder muss halt etwas tun, damit das Land vorankommt. Das ist schon sehr gut geworden. Ich fand die Holzschnitzereien sehr interessant, da eigentlich jedes Tier, das dort entworfen wurde, anders ist. Jeder Schnitt wurde irgendwie
ein bisschen verschieden gesetzt und somit ist keins so wie das andere. Jeder Künstler macht hier seine Produkte in Handarbeit. Wir durften ja zugucken, wie ein Mann eine Schildkröte gemacht hat. Und das fand ich sehr toll zu sehen, wie er innerhalb von 10 Minuten aus so einem Stück Holz so eine Schildkröte gezaubert hat. Diese Arbeit, die sie da reinsteckt, sind Stunden, wie lange das dauert, ist schon sehr, sehr wenig Geld, was sie da bekommen. Ja. Und sie sagen halt auch immer, dass man noch handeln kann. Das heißt, ja, dass sie halt schon darauf angewiesen sind, aber halt trotzdem wollen, dass sie gut was verkaufen und halt, ja. Trotzdem merkt man halt, dass sie die Produkte halt an den Mann bringen wollen. Okay, sowas kann man zwei machen. Okay. Komm hier, da hast du es gesagt. Okay, zwei Tage braucht man für drei Taschen. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Nicht einfach. Okay. Das heißt, von ungefähr von 8 Uhr bis 7 Uhr abends. Ja. Wie viel kosten solche Schuhe? Komm hier, sag gut. Thank you. Wir fahren jetzt zu Awa nach Hause und sie hat uns jetzt gerade ein Taxi gerufen und das war sehr abenteuerlich. Es war auch sehr süß, wie sie erst alle anderen in Taxis verteilt hat. Das ist mein Bruder. Ja. Wie heißt er? Klein. Ja, Klein Bruder. Hallo. Dann sind wir erstmal angekommen und haben das Haus gesehen. Das war ziemlich schön und auch beeindruckend. Ich konnte mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie unsere Kores eigentlich leben. Und das war ziemlich beeindruckend. Dann sind wir eben reingegangen und ihre Familie hat uns auch gleich richtig nett begrüßt. Also ihre kleinen Geschwister und ich glaube, es waren noch ein paar Cousinen da und ihre Mutter. Die haben uns begrüßt. Und dann haben wir uns erstmal hingesetzt und dann haben wir gegessen. Das war auch lecker. Ein bisschen scharf. Unsere Augen haben ein bisschen getränt und die Nasen sind gelaufen. Aber es war lecker. Sie kommt auf jeden Fall auch noch in 2 Jahren oder so. Mal gucken. Deutschland. In 2 Jahren. Ich dachte, irgendwie hier.
Das war schon interessant. Also vor allem, wir haben uns ja auch die Moschee und die Kathedrale direkt hintereinander angeguckt und dann diesen Vergleich zu sehen, war schon recht interessant. Wir sind in der Moschee, die größte Moschee von Kaolack. La famille de Yana, elle est très gentille. Sa mère Suzanne, son papa Stéphane, Sophie et sa grand-mère, elles sont très gentilles. Cette famille, elle est unique. Elle est unique au monde. Et tout ce que je peux dire sur ma Corée, c'est que grâce à elle, j'ai passé un très bon séjour. Même si parfois, j'étais un peu fatiguée parce que les Allemands, ils ne font que marcher. Mais à part ça, c'était très bien. Je me suis amusée, j'ai connu toute sa famille et ça m'a bien plu. Et aussi, c'était une très belle expérience parce que c'était la première fois que je voyageais hors du Sénégal et que je prenais l'avion. Mais c'était unique, c'était une très très bonne expérience même. Et je remercie encore et encore la famille Leuding. Elles m'ont accueilli, elles ont fait de ce séjour formidable et inoubliable. Hast du was Neues gelernt in Deutschland? Neue Wörter, neue Dinge? Ja, ich habe viele gelernt und viele kennengelernt. Ich habe viele Freunde als Jana, Leona und andere. Et les autres. Et aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que à travers ce voyage, j'ai connu l'esprit d'équipe. Et ils m'ont appris que tout ce que l'on fait dans la vie, il faut le faire ensemble et avec l'aide des autres. Et aussi, j'aime beaucoup le comportement des Allemands. Ils sont très propres. Quand on marche, on peut marcher une heure de temps sans même ramasser un papier, un bout de papier. Et ce comportement, si les Sénégalais avaient ce comportement, notre pays irait beaucoup mieux. Alors pour cela, je les admire. Et concernant l'allemand, j'ai appris beaucoup de nouveaux mots. Par exemple, Art Schreck, Mist, ja, und Liebe, Vertrauen, Freundschaft. Ja. Il n'y a pas de personne. Ok, ça va faire tout pour la salle de gezeigt, er war gerade gestrichen, die Wände gestrichen, aber noch nichts aus, keine Ausstattung drin. Ja, letztendlich muss man sagen, eine Woche später war dieser Latsch nicht mehr da. Okay. Also, Jimmy, sollen wir ihn einmal vorlesen, auch für die Schüler? Ja, ich lese auch Deutsch vor. Okay. Ja. Ich lese auch Deutsch vor. Lise Wadio Dionjai, Kaolack, Sénégal. Un contrat d'amitié et de partenariat sur la base d'un échange interculturel qui est porté sur les fonds baptismaux depuis 8 ans. Notre objectif commun est de contribuer à la mise en œuvre du programme d'action mondiale de l'UNESCO
sur l'éducation au développement durable. Durant les années précédentes, nous avons organisé des rencontres et réalisé des projets communs et durables dans le domaine de l'art, l'environnement, la musique, le sport et du sport et même de la radio. Nous sommes des écoles PACH et UNESCO qui, grâce aux voyages de rencontres, incitent les élèves, les professeurs et le milieu scolaire à avoir plus d'ouverture au monde, plus d'humanité envers les autres et plus d'échanges interculturels dans un monde de plus en plus globalisé. Die jungen Menschen sind die Motoren unserer Schulpartnerschaft, die im Nachgang als Juniorbotschafterinnen die schulische und außerschulische Öffentlichkeit über die Projektergebnisse informieren. Auch zukünftig möchten wir im Rahmen der Agenda 2030 kooperieren und unsere begegnungsintensive Zusammenarbeit fortsetzen. Es ist unser Wunsch, noch vielen Schülerinnen sowie Kolleginnen den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen und ein Schulumfeld zu gestalten, das von Weltoffenheit, Augenhöhe, Teilhabe und Toleranz geprägt ist. Le lycée Wal Diodio et le TRG s'engagent par conséquent, mais selon les possibilités, à développer le partenariat et à donner aux acteurs les moyens et l'occasion de pérenniser la construction du pont entre le Sénégal et l'Allemagne à travers les rencontres annuelles. Nous voudrions ensemble apporter notre contribution dans la recherche et la consolidation de la paix dans le monde, tout en poussant nos élèves à s'engager socialement dans leurs pays respectifs. Nous sommes convaincus que la formation et les perspectives sont la clé pour une vie indéterminée dans la dignité et le bonheur. Qui atteint la jeunesse, atteint tout, dit Elhadj Mamadou Diouf. Merci. Also wir sind gerade im Lycée und wir werden hier gerade rumgeführt über den Schulhof und der ist riesengroß. Hier werden 3500 Leute untergebracht und das merkt man auch an der Größe hier. Aber man wird auch von jeder Seite angeguckt, aber man wird auch angesprochen. Also die kommen einfach, wie geht's dir und alles und woher kommst du, sprichst du Französisch, wie lange seid ihr schon hier, gefällt dir Kaolack? Sind dann aber um ca. 17 Uhr nochmal zum Lycée gefahren und haben da unseren Kunstfilm angeguckt. Und die fanden das auch sehr schön und haben sich auch gefreut, mal zu sehen, wie Osterode aussieht. Und dann haben wir ein kleines Spiel gespielt. Zum Beispiel hat Herr Rosberg gefragt, was seht ihr von Deutschland im TV, im Fernsehen? Und dann haben die zum Beispiel gesagt, Reichtum, dass wir nicht gastfreundlich sind, dass alles sauber ist. Und dann wurden wir auch gefragt, was wir denn im Fernsehen von Afrika sehen. Und dann kam natürlich Armut, nicht natürlich, aber es kam Armut, Elend. Und das, was man im Fernsehen sieht, und da sieht man auch mal, wie krass das Fernsehen einen beeinflusst. Ich habe dort verschiedene Perspektiven gesehen von den Menschen dort, und zwar gibt es die ja schon so die armen Leute, die am Straßenrand leben und eigentlich nichts haben, aber trotzdem immer noch das Beste draus machen und fröhlich und offen sind, aber dann auch die Leute, die wirklich was wollen. Als wir bei Fatma in der Familie waren, hat sie mir erzählt, dass sie mal studieren möchte und Richterin werden möchte, um für eine gerechtere Welt zu sorgen. Und als sie das erzählt hat, fand ich das ganz super, weil die Leute dort genauso träumen und genauso eine bessere Welt haben wollen, wie wir sie alle wollen. Und nur weil
dass ein afrikanisches Land ist und man sehr viel Vorurteile dem gegenüber hat, heißt das noch lange nicht, dass die Menschen dort nichts erreichen können oder wollen. Und dann sind wir zur Tenniswand gegangen. Also wir sind gegangen, die Schüler sind wortwörtlich marschiert. Das sah ein bisschen komisch, aber wenn die das so machen, dann ist das so. Dann haben wir uns gegenseitig Bälle zugeworfen mit den Kleinen. Jeder hat zum Beispiel Tennis mit denen gespielt an der Tenniswand. Und dann kamen immer mehr Kinder auf einen zu, haben die Haare angefasst, haben Fragen gestellt, wirklich. Es waren erst 10, dann 20, dann 30, dann 40 Kinder. Und ich habe mich auch mit einer unterhalten, die war dann auch irgendwie mein persönlicher Bodyguard, weil die Kleinen fanden meine Haare wirklich total toll, haben daran gezogen, wollten mich alle anfassen und sie hat dann die halt auch ein bisschen weggedrückt, weil ja, ich war dann auch ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber es war schon süß. In jedem Film muss es so eine Szene geben, wo ich jongliere.
beschwere mich nie wieder über unseren Fußballplatz. Denn auf diesem Sand zu laufen ist schon anstrengend. Der Ball hüpft von Hügel zu Hügel. Das ist schon was Besonderes. C'est son oncle. C'est son oncle. Hein? Regarde ici. Regarde ici. Il est ici. Et je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est Tobias. Ça, c'est Klaus. Tobias, c'est Klaus. Et ici, Tobias. Elhadj Diouf, le grand Elhadj Diouf. Hein, c'est son oncle, c'est mon frère. Oui, d'accord. Der für mich schönste Moment war in der Grundschule. Da habe ich mit einem kleinen Mädchen geredet und habe mit der auch ein bisschen Tennis gespielt. Und die war total süß und hat mir auch dann zum Abschied einen Kuss auf die Wange gegeben und ist mir dann auch immer noch wieder hinterhergerannt und hat mir noch zugewunken. Und ich fand das total süß, wie offen sie einfach war und wie herzlich. Voilà, ok, on va. Ouais, allez, merci, ok. À revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Also was ich auch echt toll fand, ich habe ja an der Tenniswand ein Mädchen getroffen. Das war ungefähr in meinem Alter, obwohl es die Grundschule war. Aber es kommt ja ganz darauf an, wie sie es finanzieren konnten und wann sie die Schule finanzieren konnten. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, wir haben uns unterhalten. Es waren zwar noch bestimmt 20 Kinder um mich rum, aber ich habe mich wirklich intensiv mit ihr unterhalten. Ich weiß jetzt wirklich viel über sie. Und sie könnte auch wirklich meine Austauschschülerin sein oder gewesen sein. Ich habe mich gefühlt, als würde ich sie schon ein Jahr kennen oder so. Und sie hat mich auch wirklich beschützt vor den Kleinen, die haben an meinem Rucksack gezogen, an meinen Haaren, weil die das so toll fanden. Es ist ja okay. Aber es war für mich so besonders, weil sie war wirklich offen. Sie hat mir ihr Leben erzählt, also nicht ihr ganzes, aber sie hat mir wirklich sehr viel anvertraut. Und da merkt man wieder diese Offenheit, die diese Menschen hier haben. Vielleicht habe ich auch einfach die Richtige getroffen, aber ich fand das echt wirklich, wirklich toll, sie zu treffen. Und als wir dann gefahren sind, dann haben wir gewunken und sie stand halt mit in der ersten Reihe und sie hat wirklich geweint und sie hat wirklich auch nur mich angeguckt. Das fand ich total toll, weil wir haben uns vielleicht 20, 30 Minuten unterhalten und sie ist mir dabei auch wirklich ins Herz gewachsen und ich hoffe, ich auch in ihr Herz, weil sie hat wirklich, wir sind gefahren, ich habe gewunken, sie hat geweint, sie musste von anderen getröstet werden. Ich fand das wirklich, das war echt ein besonderer Moment für mich. Und heute waren wir dann in der Privatschule. Also das ist schon was ganz anderes, als dass die Schule Samdeux und das Lycée.
Aussehen, also man merkt wirklich, dass es eine Privatschule ist, weil es ist da wirklich, kann man jetzt nicht, naja, nobel, also es sieht schon sehr edel aus für Schulen hier. Also die müssen 25 Euro, glaube ich, zahlen pro Monat Schulgeld. Und das sieht man wirklich, weil es ist halt bunt, es sind Fliesen, es gibt einen riesen Garten und alles. Und die sitzen auch da zu zweit in Reihen und nicht zu dritt. Und die Klassen sind doch alle kleiner. Und wir sind auch noch mal kurz durch die Klassen gegangen, haben ein kleines Ständchen bekommen. Einmal Happy Birthday, beziehungsweise alles Gute zum Geburtstag auf Deutsch. Da haben wir uns auch noch mal ein paar Fragen gestellt. De Osterode, nous sommes 13. Vous êtes le plus. Oh, non, allez, allez, allez. Elle sagt, es ist heute sehr schwer für dich, euch hier und so. Bei der Privatschule ist es auch so getaktet. Unten ist die Grundschule. In der Mitte ist Gymnasium und Realschule. Und ganz oben war ein Informatikraum. Und das war halt auch für Berufe finden und so, Gesundheit und alles. Wenn man sogar bei uns mit 25, 30 Leuten in einer Klasse sitzt, so oft kommt das nicht vor, aber es kommt vor, dann kann man sich auch nicht gut konzentrieren, dann kommt nicht jeder dran, dann lernt nicht jeder was, weil jeder von, weil irgendwer redet immer. Und das nervt den vor einem, der vielleicht was lernen will, auch, aber er hört dann nichts. Und wenn man von 60 Leuten vielleicht auch, also die Klassen aufteilt auf 25 Leute oder auf 30 bei denen, ist das dann auch schon, ist es auch schon etwas. Auf jeden Fall die Klassen verkleinern. Und dieses Schulgeld, also zum Beispiel in der Grundschule müssen die 16 Euro bezahlen pro Jahr, und also Schulgeld. Und in der Privatschule müssen sie 25 Euro pro Monat bezahlen. Und die Schule ist schon gebaut, klar. Die bezahlen davon alles von dem Schulgeld. Aber es geht wirklich, die haben dann alle eine andere Bildungsmöglichkeit. Desto reicher man ist, desto mehr kann man sich bilden. Und das geht einfach nicht. Arme Menschen hier müssen sich auch bilden können. Und deswegen würde ich das Schulgeld vielleicht nicht unbedingt streichen, aber den armen Leuten auch irgendwie eine Möglichkeit geben, sich zu bilden und wirklich auch auf die Schulen zu gehen, zu guten Schulen. Was mich am allermeisten geschockt hat, ist einfach dieser Unterschied zwischen Dakar und diesen Dörfern. Als ich das gesehen habe, auch dieses ganze Plastik, diese Steinhäuser, die halb eingefallen sind, also da war ich erstmal geschockt, da war ich auch schon ein bisschen traurig, hatte auch wirklich Mitleid. So, zuerst habe ich auch gedacht, wie kann man denn darin leben, aber die halten das aus. Und für unsere Austauschschüler muss da auch ein riesen Kulturschock gewesen sein, auf einmal diese riesen Häuser zu sehen. Jetzt sind wir auch an einer Berufsschule, die wird
noch gebaut, die ist noch nicht fertig, aber die sieht auch schon echt groß aus und ich schätze, das war auch sehr teuer. Und wenn man dann im Vergleich die Grundschule sieht und die öffentliche Schule, dann kriegt man schon einen Schock. C'est un projet à long terme. Nous comptons pouvoir avoir dans les 30, 40 années à venir 3000 élèves, compte tenu de la population, de la situation géographique de la localité. Dont la taille de Sokone actuelle n'a pas besoin de cette infrastructure. Les enfants aiment d'abord le milieu dans lequel ils vont s'épanouir. Le deuxième défi, avoir des enseignants à la hauteur. Lorsque l'un et l'autre sont réunis, nous pouvons penser que les élèves viendront et y resteront. Parce que le goût des études chez nos enfants, surtout dans les localités aussi reculées des grandes villes, n'est pas évident. Donc tout ceci dans l'intérêt de l'enfant sénégalais et de Sokone en particulier. Et l'ambition est très grande. Tout à l'heure, Tobias parlait de ces jeunes Africains qui meurent dans des pirogues pour aller trouver le paradis chez vous. Notre modeste ambition, c'est d'arriver aussi à apporter notre grain de sel afin d'atteindre vraiment tous ces jeunes qui quittent leur village et s'embarquer vers la mort. Donc un projet professionnel agronomique est en voie d'être concrétisé. Wie machen die Einweihung dieses Gebäudes, das viele Bedeutungen für uns Lernende, aber auch für die Verwaltung von Gutusau trägt, für die Familie von Erno El Hadji Mamadou Diouf auch. Dieses Gebäude trägt von nun an den Namen von dem verstorbenen El Hadji Mamadou Diouf, einem ehemaligen Deutschlehrer hier in Gutusau. Wer war El Hadji aber? Ein Lehrer, ja. Und zukommen ein Visionär, ein Helfer und ein Brückenbauer. Wer die Jungen erreicht, erreicht viel, sagte er immer. Er war alles für unsere Schüler. Vielen, vielen Dank für deine schönen Taten und Ruhe in Frieden. Dem anderen Brückenbauer, Erno Tobias Rüsterberg, sag ich auch. Vielen, vielen Dank. Und zusammen sind wir bereit, mit ich allen weiterzumachen. Es lebe die Partnerschaft zwischen Tillmann, Riemann Schneider, Gymnasium und Gutusau. Es lebe die Partnerschaft zwischen Osterode und Kaulak. Es lebe die Partnerschaft zwischen Deutschland und Senegal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Si. Merci, ça va.
Ce jour tragique pour nous, chers élèves. Ce jour tragique pour toute la communauté enseignante. Ce lundi soir où nous avons perdu notre cher El Hadj Mamadou Diouf. La mort nous a séparés de lui. Les circonstances nous ont éloignés de lui. Mais nos cœurs se rapprochent davantage. Le temps passe vite, mais les souvenirs restent. Les années passent vite, mais on se souvient encore de vous. À travers cet édifice sur lequel tu seras intronisé ce soir, tu resteras vivant dans nos cœurs à jamais. C'était plus qu'un frère, c'était plutôt un ambassadeur pour le Sénégal, un ambassadeur pour l'amitié et surtout un ambassadeur pour l'humanité. C'est-à-dire quand je parle de El Hadj, je parle de quelqu'un qui a inspiré beaucoup beaucoup de personnes. Toujours quand on s'est rencontrés soit ici, soit à Osterhol en Allemagne, on a souri ensemble, on a discuté ensemble, on a planifié ensemble, on a vraiment passé des bons moments, mais aussi des moments de grande tristesse. C'était moi qui étais à côté quand il a reçu le message que sa mère était morte. Lui, il était à côté de moi quand je me suis marié. C'est-à-dire, on a partagé la joie et la tristesse. Aujourd'hui, je veux que cette soirée soit une journée de joie. Parce que El Hadj le mérite. Il a toujours voulu être là pour le peuple. Il a toujours voulu être là pour un Sénégal qui est ouvert envers le monde. Et comme vous voyez, mes amis allemands là-bas, c'est grâce à qui? C'est grâce à El Hadj. Parce qu'il a planté la teranga au cœur osterodien. Il a planté la teranga au cœur de ma famille. Le 15 janvier 2018, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui est très proche ici et qui est aussi très proche de mon cœur et qui est très proche de Boutosso. C'est M. Ibrahim Atian. Il m'a appelé. Et le réseau n'était pas bon. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours entendu El Hadj est blessé. Et j'ai demandé, mais est-ce qu'il est blessé? Quelle blessure est-ce qu'il a? Et il a dit, non, il est décédé. Et moi, j'ai dit, ah, il est blessé. Non, Tobias, il est mort. Et ça, je ne vais jamais oublier. Tu te rappelles de notre dialogue. Dans cette seconde-là, j'ai eu deux possibilités. La première, c'est d'arrêter tout. La deuxième, c'était de continuer. En nous voyant ici, vous voyez quelle réponse j'ai donnée à ce partenariat. C'est-à-dire, oui, merci. Le non, c'était jamais dans ma tête. C'est plutôt le contraire. J'ai dit, il faut immortaliser l'œuvre de ce monsieur qui s'est toujours battu, qui a toujours tout fait pour la jeunesse. C'est pour ça qu'on a créé avec M. Klaus Becker, qui est aussi là-bas sur la tribune, la Fondation El Hadj Diouf. Et je veux terminer mon petit discours avec une citation que quelqu'un m'a donnée. Il a dit, Tobias, depuis la mort, depuis l'accident d'El Hadj, j'ai l'impression que tu cours plus qu'avant. Moi, je dis pourquoi? Parce que tu veux faire comme il était encore sur Terre.
C'est-à-dire, El Hadj, il est encore vivant. Il est entre nous, il est parmi nous. Et quand je vois les juniors ambassadeurs de notre pont, quand je vois le futur, quand je vois les responsables, quand je vois Mathias Bassama, qui est vraiment mon père sénégalais, je peux vous dire, je peux vous féliciter et je peux vous dire, on va toujours être en contact, on va rester en contact. Ce partenariat doit être éternel et cette soirée, ça sera une soirée inoubliable, surtout parce qu'El Hadj, il est parmi nous. Et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que Dieu vous protège tous. Merci. Dieser Austausch, den genießt bei uns in Osterode, in der gesamten Schulgemeinschaft, einen hohen Stellenwert. Dass ich heute hier bin, obwohl ich kaum Französisch spreche, soll mein großes Interesse und meine Wertschätzung an diesem Austausch zum Ausdruck bringen. Dieser Austausch ist zu einer Herzensangelegenheit für mich geworden. Ich möchte mit an der Brücke bauen, die durch das Wirken von El Hadj Diouf und Tobias Rusteberg entstanden ist. In diesem Sinne haben wir eben den Vertrag für die Zukunft unterschrieben. War für mich, als wir nochmal am Lycée waren, 2 Stunden bevor wir gefahren sind. Und dort haben wir getanzt, geredet und gespielt. Und ich finde, da sieht man auch, dass es eben keine Trennung gibt in irgendeiner Form. Keine Trennung durch Sprache, Herkunft, Farbe, durch die Trennung der Kontinente. Es gibt dort einfach keine Trennung. Wir sind dort alle Menschen und alle offen füreinander. Und ich finde, das war auch so ein Moment für mich, weil man ja einfach komplett offen aufgenommen wurde und es dort halt keine Vorurteile oder irgendwelche Diskriminierung oder so gab, weil wir einfach alle gleich waren. Und das fand ich persönlich auch total schön. Und das ist auch ein Moment der Reise für mich. Yeah.
Also, ich habe zwei Lieblingsbilder von dieser Reise. Das erste ist ein Bild von mir mit einer Gruppe von Senegalesen. Und zwar entstand das, als wir von unserem letzten Besuch am Lycée, als wir uns verabschiedet haben. Und das war noch und so ziemlich allen von der Gruppe. Und auch links und rechts von mir sind quasi so meine besten Freunde von dort. Und ich habe heute noch mit denen Kontakt. Jeden Tag und ich finde einfach, also ich mag dieses Bild sehr gerne, weil ich einfach finde, dass man darauf keinen Unterschied sieht. Also wir sind alle eine Einheit. Leona, tschüss! Ja, tschüss! Ciao! Und dann hatte ich noch ein Lieblingsbild und das ist Herr Rusteberg mit einem Jung, dieser Junge gehört zu dem Kiosk vorne an der Ecke vom Hotel und der Junge ist taubstumm und auf dem Bild sieht man eben, wie der Junge vor Rusteberg steht und seine Hände hält und das finde ich auch ganz super, weil das auch eben nochmal von dieser Offenheit und Herzlichkeit zeugt, weil dieser Junge dadurch, dass er taubstumm ist, eigentlich kaum Zugang hat zu der Welt, wie wir sie haben und dann trotzdem so offen gegenüber anderen zu sein, finde ich ganz faszinierend. Es war ein Gespräch, das fand ich sehr interessant, wo der Papa geschildert hatte, dass in diesem Jahr die Erdnussernte unheimlich schlecht war. Es war zu heiß, die Ernte war ganz schlecht. Und dann kam hinzu, dass die Chinesen die gesamte Ernte aufgekauft haben. Die haben statt irgendwie 200, 300 Tonnen geboten für eine Menge, ich weiß ja auch nicht, welche Geldeinheit es war, sie haben zumindest einfach alles aufgekauft und das zu ihren Ölmühlen nach China gebracht. Mit der Folge, dass jetzt im Prinzip hier die Ölmühlen, es gibt hier wohl drei große in der Region, die Stillstehre 4, dass die zurzeit stillsteht und die Leute keine Arbeit haben. Das war so ein bisschen zum einen natürlich das Gespräch auch, dass wir auch in Europa ähnliche Erfahrungen haben. Gerade mit China jetzt als Wirtschaftsmacht. Aber wie konkret das dann eigentlich hier ist, das so Themen, die man zu Hause vielleicht mal in der Tagesschau mitbekommt. Und hier sehen wir jetzt eigentlich die Armut der Leute und was es mit diesen Menschen hier vor Ort macht. Das bekommt dann doch nochmal so eine ganz andere Dimension. Das Thema Globalisierung ist hier plötzlich
noch viel konkreter, als man es vielleicht zu Hause erfährt, obwohl es uns auch in Deutschland betrifft. Märkte hier sind deutlich anders als in Deutschland. Sie sind viel größer und nicht wie bei uns unter freiem Himmel, sondern in einer Art Lagerhalle. Die Gänge dort sind sehr eng und oft auch nass. In Kaulak waren es hauptsächlich Schmuck, Schuhe und Klamotten. Und dort werden die Produkte auch teilweise direkt auf dem Markt hergestellt. Also die Schuhe wurden dort gemacht und Kleider wurden genäht. Besonders beeindruckt hat mich, dass die Leute dort teilweise wirklich das waren riesige Mengen an Stoff und die waren mitten in dieser riesigen Lagerhalle und mich hat einfach total geschockt fast, dass die diese riesigen Mengen durch diese engen Gassen tragen mussten und den ganzen Tag neben Fischen zu sitzen, die in der prallen Hitze liegen, das hat mich sehr geschockt und auch, die verdienen ja damit ihr Geld. Und auf dem Künstlermarkt wurden die Sachen teilweise zu Preisen verkauft, was schon wirklich krass war, wo man sich gedacht hat, wie können die davon leben, weil das wirklich nicht teuer war. Ein ganz besonderer Moment dieser Reise war der Besuch bei Familie Diouf. Gemeinsam mit Klaus und Sabine Becker, Dietmar Telge und Maike Menkens haben wir die Familie besucht. Wir haben mit Elhadj Vater über das Osteroder Modell gesprochen und wir haben auch über unsere Visionen gesprochen. Und da ist uns deutlich geworden, wie viel Herz auch in dieser Familie für dieses Projekt steckt. Wie dankbar sie sind, dass das Wirken ihres Sohnes weitergelebt wird. Und man kann das nicht hoch genug einschätzen. Der Name Elhadj Diouf steht in Osterode für Völkerverbindung, für Freundschaft, für grenzübergreifende Freundschaft. Und es ist immer wieder schön, mit der Familie in Kontakt zu treten und sie gemeinsam auch mitzunehmen in diesem Prozess. Denn Elhadj hat immer gesagt, wir müssen zwischen den Schulen die Basis schaffen und müssen dann versuchen, auch zwischen den Politikern, zwischen den Erwachsenen, zwischen den Vereinen, zwischen den Themen Brücken finden. Und wenn ich bei Familie Diouf in der Stube sitze, dann fühlt es sich an so wie immer. Es ist jemand irgendwie nicht mehr da, aber er ist irgendwie eben doch da. Und das ist durch unsere Taten und das ist ja mit Worten wirklich nicht zu beschreiben. Und es ist so emotional und so schön, dass man einfach nur sagen kann, ich bin sehr dankbar, dass so viele Menschen aus Osterode sich mit auf den Weg machen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass die Beziehung zur Familie Diouf weiterhin so lebendig ist. Und ja, dass wir einfach die Idee weiterleben und auch im Sinne von Elhadj gemeinsam unsere Brücke weiterbauen. Bon voyage, hein? Bon voyage. Merci beaucoup. Yeah, merci. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. C'est là. Il a pris ensemble avec les autres. Es ist nicht mehr viel drin, aber falls jemand von der Brücke. Jetzt fahren wir da wieder hoch. Ich hätte da mal ein bisschen Vertrauen.
wenn du so Unterlagen mal hast, findest du. Alles klar, alles klar. Gute Reise auch. Mach's gut, gute Reise. Okay. Gili, mein Lieber. Gute Reise. Ja. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Mach's gut. Oh mein Gott, mach's gut. Wir sehen uns. Ja. Schön, danke. Wir sehen uns wieder. Ja. Ich melde mich mal auf Lissabon, ne? Mach's gut. Lisa, mach's gut. Ist was los? Das bin ich ja gar nicht da. Ja, sieh, schön, schön. Ja, komm mal. Hatte seine Höhen und Tiefen, aber im Grunde war es ein recht erfolgreicher Tag. Wir haben die Busfahrt überlebt und sind hier in Dakar am Flughafen angekommen, steigen jetzt in das Flugzeug. Die Hälfte unserer Rückreise haben wir jetzt schon geschafft. Beste Heimreise der Welt und wir haben alle richtig Bock. Helsinki. Beides mit A.